Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Was? Waffentalente? Ja, ich weiß doch, was Waffentalente sind, sag mal. Oh, ich seh was Lilanes und denk so, was? Ja, ich auch, gerade ganz oben das Symbol und ich so, oh! Oh, fuck, hier ist ja noch ein Gegner! Oh Gott. Lil. Ich komme. Ja. Und es ist ein Boss! Echt? Was? Ah, nee, es ist kein Boss, es ist ein namenloser, aber auch. Lol, Alter, was ist denn jetzt kaputt? Orange. Ich stehe halt dahinter, ne? Ja, aber der ist noch tot. Boah, was ist der Schaden? Oh. Ich komm zu euch. Ich bin tot in dem. Ich bin in dem Raum neben dir. Ja, ich hol dich. Warte. Ich bin in dem Raum drin. Ah ja, perfekt. Ja, alles gut. Oh, was geht denn bei dem? Dankeschön. Ist der schon down jetzt eigentlich? Ja. Ich hab ihn gerade nochmal weggeholzt. Oh, der hat gerade Schaden ausgeteilt, der hat mich halt angeguckt. Das ist so Revenge for all the people. Okay, Amherst Notizen ändern eindeutig alles. Zeug bei. Was für ein Arschloch. Ich wusste immer, dass er ein übler Kerl ist. Einigermaßen. Ich habe den Bericht hochgeladen. Sehen Sie selbst. Das Spiel nimmt sich ziemlich ernst, ne? Also mit Pöbeln und düster sein und so ist. Ja, schon, aber also nicht so sehr, dass ich. Dass ich es lächerlich finde. Es ist nicht zu heftig, Es ist halt schon so, also ich finde vor allen Dingen, dass die, dass verschiedene Fraktionen, wie zum Beispiel die Cleaner, so sektenmäßig dann beladen werden in ihrer Bedeutung, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, das stimmt, das ist cool. Ich habe gerade eine Rüstung, Achtung, mein Upgrade ist von 53 Rüstungen Weste, mit Kapazität, Munition, bla bla bla, auf 114 Rüstungen plus 22 Leben plus 4,5% Erste Hilfe und alles. Was? Warum findest du sowas? Level. Keine Ahnung, das ist blau. Oh, wir haben einen neuen Beweis, wollen wir uns den mal angucken hier. Warte oben. Gleich, ich muss erstmal kurz ganz schnell. Dieses Upgrade. Alter, kugelsicheres Holz da so. Was ist das denn? P416G3 Sonderanfertigung. Und die soll. Die ist besser als meine blaue? Aber ich mag die so. Hä, hey, warte mal kurz, aber die ist doch... Also das Zeug, was die gedroppt haben, ist ziemlich krank. Boah! Ja! Boah, Alter! Aber 4.900, ganz ehrlich. Extra-Tilos-EP, 9% und... Geschützleben-Dauer plus 2 Mod-Platz. Lol. Die 40, muss ich aber erstmal behalten, die ist mir zu... Ein LMG, noch eins. Die ist mir zu sehr ans Herz gewachsen. Was ist denn das hier überhaupt für eine? Warte mal, wo ist ein... G ist klar. Kann ich modden, geil. Oh, doppelläufige Schrot. Kennt einer von euch eine SRS? SRS? Vergleichen Schrott, wie ging denn nochmal? Ist das ein Präzisionsgewehr? Sieht so aus, oder? Warte mal, welche hat er denn weggemacht? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Präzisionsgewehr. Das ist dann, glaube ich, so ein mittelschweres Ding. Also vielleicht... Mehr als 5 Schuss. Aber also ja, es ist tatsächlich ein Präzisionsgewehr auf jeden Fall. Ach geil, ich habe auch einfach eine Waffe gefunden, die Talent brutal, talentiert. Kopfschuss mit dieser Waffe erhöhen die Ressourcen für individuelle Fähigkeiten um 3%. 632, 714. Achso, SPS. Aber das hat mehr Kopfschussschaden, ja. Nee, das will ich nicht. Dann gebe ich die weg, zack. Ich muss mal auch ganz kurz noch hier meine Zieloptik gehen. Scheiße, welcher ist denn an meiner... Welcher ist denn an der hier? Nein. An der ACR ist... Da kann man die auch aufmachen. Angewinkelter Griff. LOL! Rotstufe 5, angewinkelter Griff. Ich kann auf meine... Der auf Stufe mein leichtes 7. Maschinengewehr des 12er Scope draufpacken. Ist die Frage, wie viel dir das bringt. Du dann irgendwie auf einen halben Kilometer einfach mal nur siehst, wie Kugeln überall rumfliegen. Deswegen. Schönes Sachen hier dabei. Oh, eine M9 Militärversion. Auch schön. Das Ding benutze ich auch gleich. Was kann ich denn überhaupt? Achso, die machen beide. So, das Ding muss ich mir jetzt erstmal reinziehen. Ein Elektronik. So, warte mal. Inventar immer noch neue. Was? Achso, der Rucksack. Ja, der bringt mir nichts. So, okay. Das bringt mir alles nichts. Obwohl, warte mal, die hier haben. Kritische. Okay, ich bin fertig. Passt das Schnipsen eigentlich? Guten Abend und wieder mal ein bisschen Stream genießen.
Also schmeiß den Hund auf die Gegner immer und immer wieder. Donation gerade, das hört er doch nicht. Ach so. Oh yeah, jetzt habe ich das Entzündungsding. So, jetzt muss ich ja trotzdem erstmal gucken, was ich hier für eine. Das soll eine Präzisionswaffe sein? Senpai? Ja. War das ein Schuss? Ja. Alles klar. Hm. Wie lange willst du noch machen, Florian? Ich würde sagen, höchstens noch eine Mission. Nicht eine ganz große, sondern was Vernünftiges, Kleines. Ja. Ist Dienstag eigentlich jetzt generell Division angedacht? Boah, deswegen habe ich mir gedacht, nennen wir es mal Division Dienstag. Alles klar. Ja, schon, aber ob das halt jetzt wirklich wöchentlich fest ist. Oh ja, erstmal. Eigentlich schon. Alles klar. Na, dann lass uns doch mal nochmal eine kurze Mission machen. Hier Kampf oder was? Ja, und dann nochmal in die Base. Ja, würde ich auch sagen. Kampf und Base. Kampf habe ich ausgewählt. Seht ihr das ja, ne? Na dann, ja, Störung des Waffenhandels oder was? Genau. Ah ja, da bin ich vorhin dran vorbeigelaufen und die wollten einfach. Die wollten einfach schon mal die totale Zerberstung. Die wollten mir Böses, sage ich mal so. Ja. Gibt es jemanden Mineralwasser? Gibt er dir eine Steppjacke? Ware lokalisiert. Durchhauen. Hoch. Aha, aha, okay. Die hat eine Sprache gesprochen, die ich nicht verstanden habe. Da konnte ich leider. Oh shit! Dem. Warte mal, ich hab da bestimmt irgendeine geile Granate, die ich da jetzt reindrödeln kann. Ich werf da mal eine Brandgranate rein, ne? Wieso kann ich hier nicht runterspringen? Oh Gott, alle brennen! Oh, ist das geil! Oh! Viererfackel! Nice! Frodo, wir kommen hier nicht runter, ne? Ja, ist mir auch klar. Probier's mal. Hier ist eine Leiter. Ganz vorne, oder was? Ja, ne, wo seid ihr? Ist wahrscheinlich wieder hoch. Sarge, dreh ich mal um. Ja. Das Ding ist durchaus interessanter als die Ska. Du kommst hier auch nicht runter, ne? Ja gut, dann muss ich jetzt aufgeben und respawnen. Ich komme aber zu euch halt irgendwie. Nee, aber komm nicht da auf den Ding. Nein, ich stehe hier die ganze Zeit oben an der Leiter, Alter. Sherman Station. Boah, Alter, wirklich? Schafft ihr es alleine eigentlich? Nee, ne? Ich bin auch tot gerade. Hinter dir gestorben. Das ist natürlich unnötig, dass man da drauf kann, aber nicht runter. Achso. Schaffst du es alleine? Ich kann euch auch nicht wiederbeleben, oder was? Nee. Warum sollte ich es alleine schaffen? Darum. Nein. Nee, dann müssen wir von einem halben Kilometer Entfernung erstmal zurückspazieren. Behindern, meine ich natürlich. Das ist aber tatsächlich ziemlich bescheuert, dass ihr hier nicht runterspringen könnt. Ja. Vor allem, weil wir draufspringen können. Jetzt kommt ihr auch noch aus einer ganz anderen Richtung, Liel. Doppelt bescheuert. JTF-Verstärkung angefordert. Notiere mich, Senpai. Warnung, Gegner nähern sich. Ja, toll. Warnung, Streitkräfte nähern sich. Achso, du hast noch keinen. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ja, dann warte ich kurz auf dich. Ja, bin schon da. Alles klar. Boah, ist das bescheuert, ey. Ist das was bescheuert? Das ist doch dumm, Junge. Nice. Hast du sie schon alle kaputt gemacht? Nee. Noch überhaupt keinen. Oh. Was? Du hast die Mission nicht alleine beendet? Schwach. Ich bin nicht nur. Ich mit dir. Oh fuck, ich bin da. Warum zur Hölle habe ich meine Pistole hier rausgeholt? Ja. Agentenspur. Oh, ja, hatte ich auch schon mal. Und dann irgendwie die Agentenspur hinterher und. So. Okay. Alter, wir sind immer noch 0,5 Kilometer entfernt. Das ist ein Quatsch. Ich bin jetzt bei 0,5. So. Kampf fehlgeschlagen. Ja. Achtung, Ware zerstört. Hä? Ich irgendwas verpeilt? Wir hier anfangen. Checkpoint und gegen den rein. Mein Ding. Güte, wie ich wollte sagen. Oh fuck, das sind der Gegner. Achso, ja, das sind der Level 9, genau, ich bin das, ja gar nichts. Genau das, was du gerade vorgelesen hast. Checkpoint von Gegnern befreien. Ich kenne ja nichts mehr. Stellst du hier so dein Geschütz hin? Ja, wir sind Level 9.
Leute mit der Straßensperre, hä? Bam! Einfach auf Fresse gehauen. So. Schnittresistente Handschuhe, super. Bringen mir überhaupt nichts. Ach du Scheiße, ich werde mal hier auf euch warten erstmal. Doch, deine Hände werden nicht geschnitten. Ja, aber ich habe ja schon viel coolere. Müssen wir nicht hier irgendwo das JTF-Signal aktivieren, damit wir die Mission beenden? Ach so, für die Straßensperre. Ja, wenn wir das wirklich angefangen haben, stimmt. Man, jetzt haben wir die Straßensperre schon befreit, ne? Also. Ja. Achso, ihr habt jetzt Straßensperre ausgewählt. Nee, das war direkt auf dem Weg. Ja, aber das wird mir jetzt angezeigt, blöderweise. Ja, wir sind quasi reingerannt. War mitten auf dem Weg. Müssten die nicht irgendwann mal gegenkommen? Was ist denn dann meine Mission gewesen? Müssen wir jetzt einfach nur warten, bis die Verstärkung kommt? Ich glaube, wir haben die Leute, die uns hätten aufhalten wollen, umgeballert, oder? Ich springe jetzt nur noch mit Rollen hin und her. Keine Ahnung, wie war das? Kampfrollen. Ich glaube, die wissen einfach, dass wir ein höheres Level haben und haben Angst. Kopfsprung ins Auto. Komm schon, Frodo, wir müssen noch 7 Sekunden durchhalten. Ah, hier drüben ist einer. Oh ne, war ein Zivilist. Erstmal abgeknallt. Cool. Bei der Verteidigung des Bereichs helfen. So, dann müssen doch aber jetzt theoretisch. Achso, jetzt. Machen wir jetzt echt unterschiedliche Aufgaben? Nee. Doch, weil ich mache ja Nachschubbeschaffung. Achso, hä? Aber bei uns sind weder Gegner noch JTF so. Was ist das denn für Quatsch? Ja, wir kommen mal zu dir, Flo. Ist das bescheuert? Vermisste Vorratskiste geortet. Das Spiel hat sich selber verwirrt. Nachschub zurückbringen. Ach, so ein Ding ja, schon wieder. Oh, nee. Ja, ist ja die letzte erstmal. Für immer. Nee, für heute. Weil dann ist ja der Dienstag theoretisch auch schon vorbei. So sieht's aus. Das stimmt. Das hat euch letzte Woche zwar nicht interessiert. Nee. Aber letzte Woche war auch viel zu hart. Ja. Da wurden wir selber davon überrascht, wie viel Spaß wir plötzlich mit diesem Spiel haben. Ja. Oh. Das hätte ich ja fast gar nicht geglaubt. So ist es. Lol. Da kommt der Cyrus einfach angerollt. Wie ein kleiner Link. Hey, sind die noch Gegner oder wie? Warnung, Feinde nähern sich, haben sie gerade gesagt. Außerdem sollen wir ja diese Dinger zurückbringen. Oh, scheiße, ich habe mir natürlich den ausgesucht, der am weitesten weg liegt, ey. Nee, den habe ich. Okay. Ah, ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Hier ist der Lastwagen. Oh, ich bin so. Ist auch niemand da, der uns davon abhält. Doch, hinter mir. Was? Echt? Also, mein Radar zeigt hinter mir rot. Jetzt nicht mehr. Hä? Ich werde dich überholen, Flo! Stimmt, irgendwo da hinten. Wahrscheinlich in dem Gebäude. Keine Ahnung. Können wir die Mission jetzt nicht abschließen, weil irgendwelche Typen. Ach, da! Ich frage mich, wo das Dollargeld New York in die Kiste. Ein Schuss, ein Treffer! Meinst du, gehörst du dir jetzt hier rum? Nee, ich glaube, die sind random dazu spaziert. Vielleicht. Ich schieße einfach durchs Auto kaputt. Geht ja teilweise wirklich. Also bei den Scheiben auf jeden Fall. Und dann noch zur Mission. Zack. Boom. Nice. Siehst du, so schnell kann es gehen. Wo geht's da hier jetzt zum. Entschuldigung, mal, kommen wir hier zur Basis. Schnell rein. Geht das? Ja. Das ist. Warte mal kurz. Schnellreise, ging das? Warte mal. Schnellreise ist eine Sache, die gibt es ja. Blitzreise bestätigen, stimmt, du musst draufklicken und dann X drücken. Draufklicken und dann X drücken? Was nur X? Ja. Und dann? Irgendwer geht ins Safe House. Oh, ja, ich bin in die falsche Richtung. Du bist einfach ins Safe House gespawnt. Gefailt. Ich lag. Achso, es lädt. Aha. Oho. Nicht Safehouse, Basis, hier, Basis.
Oh, wie lange er lädt. Aber nein. Ja, 50%. Notice me, Senpai. Wenn ihr euch ein PS4-Spiel holen könntet, welches würdet ihr euch holen bzw. empfehlen? Alter, das ist eine Frage. You cannot. Last of Us, Remastered. Ach, ja, super. Ja. Also, warte mal, erstmal gucken wir uns den Beweis an, bevor hier irgendwas passiert, ja? Virusberichte. Geil! Wie soll ich das wieder gut machen? Irr. Ich glaube, an zweiter Stelle würde wahrscheinlich kommen Bloodborne. Ja. Wenn man schon eine PS4 hat. Aber hier der... Psst. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Es hat eine Inkubationszeit von 1 bis 2 Wochen bei jedem Wirt. Und in dieser Zeit ist es nicht ansteckend. Amhursts Notizen zeigen, dass er das ändern wollte, damit das grüne Gift schon in der Entwicklung ansteckend ist und um den Inkubationsprozess und die Ausbreitung zu beschleunigen. Kurz gesagt, es ist ansteckender und reproduziert sich schneller. Das ist Mann, schlecht. Ist das spannend. Ey, und gerade so ein Pockenvirus, Alter, weißt du, was du da für ein Zombie-Setting mitbauen kannst? Hm. Alles klar? Warte mal kurz, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Wofür hatten wir denn jetzt neue Sachen geholt? Für den medizinischen Flügel? Nee. Oder? Für alles Mögliche. Das ist kein guter Zeitpunkt. Ja, diese Mini-Dinger sind ja auch. Hm. Ich bleib bei dir. Gibt's ja einen Tech-Flügel eigentlich, ne? Warte mal. Wofür hatten wir denn eine Hauptmission gemacht? Wollen wir keine Zeit. Oh, Suche. Okay, da ich mit niemandem außer. Also, ich konnte bis jetzt mit niemandem sprechen, also wird es wohl der Tech-Flügel sein. Ausbauten verfügbar steht auch dran. Ja, das macht natürlich Ausbauten. Sinn. Ausbauten sind ja immer verfügbar. Hä? Nee, sind sie nicht, nur wenn du eine Hauptmission gemacht hast. Alter, bin ich bescheuert? Wo ist denn dieser Typ jetzt schon wieder? Ich kotze. Ausbauten sind immer. Du musst nur die. Die Kohle haben. Die Kohle haben, ja, die Vorräte. Hä, hey, aber. Ja. Okay. Aber ich weiß gerade auch nicht, wo der Hannes ist, wo man. Ja, hier. Quatsch, hier ist ja der Laptop. Eins ist bereit. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? 680. Soll ich mal den Heiler machen hier? Dann kann ich euch hier einen Defibrillator mit reinhauen und so. Oh, das wäre natürlich übelst geil. Geschützmod Flammenwerfer. Dann mache ich den Heiler. Ja, ich mache auch Wasseraufbereitung. Oh, nice. Taser. Das Geschütz verschießt elektrische Pfeile. Mann, Alter, wie lange das braucht, bis man jemand weiter aus dem Sprengstoff ist. Alter, Geschützmod Taser ist halt ein bisschen geil. Glaube ich. Obwohl halt Gegner sichtbar machen und Schaden erhöhen auch gut ist. Ich würde dir übrigens Satellitenverbindung empfehlen. Weil ja. Dann kannst du, wenn du mit einem Geschütz oder mit einem Skill irgendwas tötest, kriegst du halt 25%ige Chance. Ja, ja. Maximale Kapazität der Munition auffüllen. Aber ich habe, naja, selten das Gefühl, dass 800. Man das braucht. Also ich kann jetzt komplett da. Ich habe schon fast alles fertig hier. Virenlabor, Intensivstation. Jetzt kann ich einfach. Achso, habe ich schon. Aha. Quarantäne. Kontaminierungsaufzeit an kontaminierten Bereiche. Virenlabor. Steige die Virenschutzmaßnahmen. Zack. Aber wir haben doch eine Hauptmission gemacht. Die war doch für den Gesundheitsflügel eigentlich, oder? Bist du dir da sicher? Aber das gibt dir nur Vorräte für den Gesundheitsflügel. Ja. Ich glaube auch. Weiterleveln kannst du trotzdem überall. Solange du halt die Vorräte dafür hast. So, oh, für hier habe ich nur 200. Schade, ich kann mir im Sicherheitsflügel gar nichts kaufen. Dann werde ich mal. Mehr blaue Sachen machen. Den erstmal lernen.
so, kann man irgendwas Cooles kaufen vielleicht bei dem Hannes? Abgesägte, doppelläufige Schrotflinte. Geschützmod Flammenwerfer klingt halt auch bitter. Aber ich werde wahrscheinlich Taser nehmen. So, Zentralheizung. M4 Jagdversion, heilige Scheiße. Ach du Kacke! Wann? This I want. Und Aufladezentrum. Fuck you, ey. Meine aktuelle M4, ja, nur mal so. Ja. Schaden 2600. Meine jetzige M4, 4700. Nicht schlecht. Nice, nice. Anwenden von Schock, das müsste sich doch stacken lassen mit meiner Fähigkeit dann, wenn ich die auf Taser baue. Das müsste doch gehen. Meine Paintball-Gun hat einen Schaden von fast 5000. Lol. Deswegen Paintball-Gun auf Doom. Passen Sie auf sich auf. Ausbauten, sieht nur ein bisschen albern aus. Beim Sicherheitsflügel. Baue ich mir auf mein Maschinengewehr. Ich bin noch bei den Flügeln, Alter. Wie schnell seid ihr gewesen beim... Ich konnte beim dritten gar nichts anbauen. Baue ich mir bei meiner Dingensknarre hier jetzt eine holographische Optik drauf oder eine 12er Optik? Ah, ne. 5,5% Der Waffenhändler verkauft halt auch eine SCAR-L, die fast 5000 Schaden macht, ne? Ja, das ist eine Schnellfeuerwaffe. Ja. Erste-Hilfe-Mod, Defibrillator. Das brauche ich ja alles gar nicht so sehr. Ach, scheiße. Nee, die SCAR-L macht... Achso, meine macht das nicht pro Sekunde, das ist der Einzelschaden meiner Waffe. Hilfsposten. Die SCAR-L hat ja 824 Schaden nur. So einen Rest können wir nicht leisten. Jetzt muss ich mal eben schauen, jetzt muss ich mal echt erstmal in meine... Was ist das hier? Wie ist diese beschissene Welt so zu Ihnen? Das ist ja eine geile Frage. Hey, ich sehe doch, dass Sie bessere Ausrüstung brauchen. So. Kann man hier Schönes machen bei dir? So, jetzt muss ich erstmal auf die Fähigkeiten hier klarkommen. Das ist ja immer ein bisschen... So, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Ja. Das Problem ist die Reichweite, weil ansonsten ein... Nee, ich werde mal das modifizieren mit Schock. Und dann hatte ich irgendwo noch das Ding, dass ich mit Schock irgendwie, dass sich das übertragen lässt. Wo war denn das nur? Eine SAS G12? Was ist denn das? Eine Schrotflinte. Scheiße. Wen haben wir denn da? Das sind ja alle keine Waffen, die mich wirklich interessieren. Präzisionsgewehren ist auch langweilig. Pistole, Maschinenpistole. Wo war denn das nochmal zu lernen? Nee, da ist alles Quatsch, wird mir hier angeboten. Oder war das hier bei Talente? Ah ja. Warte mal, jetzt muss ich erstmal klarkommen. Ach so. Jetzt verstehe ich das erst. Ach so, man kann ja immer nur einen Talentplatz benutzen. Das war ja das Blöde, ne? Also noch. Ja, ab 15 kannst du einen zweiten benutzen. Na toll. Los. So, wisst ihr auch, dass ihr, wenn ihr baut ja Waffen auseinander. So, warte mal kurz, guck mal. Ich habe jetzt mein Geschütz, was ich werfe. Ausgerüstet, dass es Gegner schockt. Und jetzt habe ich das Technologietalent, dass die Anwendung von Schock auf ein beliebiges Ziel bietet, eine Chance von 30% den Effekt bei allen Zielen im Umkreis von 10 Metern auszulösen. Das muss doch miteinander irgendwie korrelieren, oder? Nochmal. Mein Geschütz schockt Gegner. Und jetzt habe ich hier eins. Das Anwenden von Schock auf ein beliebiges Ziel bietet Chance von 30% den Effekt bei allen Zielen im Umkreis von 10 Metern auszulösen. Das muss doch eigentlich theoretisch schon, ja. Nichts anderes. Irrer Tag, was? So.
nichts anderes heißen, als dass das irgendwie korreliert. Wenn das nicht so sein sollte, kotze ich im Strahl. Also Schockdingens habe ich übrigens auch ausgewählt. Hier habe ich nichts Neues. Hier habe ich was Neues. Ja, Fähigkeiten. Talente. Muss ich erstmal wieder alles als Schrott markieren. Ja, ich weiß, es sind blaue Rucksäcke. Also wenn ich einen von euch jetzt aufhebe, kriegen wir beide 10 Sekunden lang 50% Schadensreduktion. Das ist ziemlich nice. Und dazu hat mein Heileffekt interessante Modifikatoren. Die Vorrichtung kann ausgeschaltete Verbündete wiederbeleben. Nice. Vorrichtung heilt Ziele effizienter. Oder gut, steigert den normalen Heilwert vorübergehend. So, ich bin dann erstmal raus. Alles klar. Ich glaube, ich mache das Wiederbeleben. So. Entspannten Abend noch. Wir sehen uns morgen. Schönen Abend euch noch. Richtig. Ja, ich bleib noch mal kurz hier und mache noch meinen Charakter fertig quasi. Alles klar. Vielen Dank fürs Mitnehmen übrigens. Ja, nicht dafür. Vielen Dank für die Unterstützung. Gerne auch. Jetzt. Und auf wie geht's? Bam. Tschüss. Tschüss, Frodo. Bis zum nächsten Division Dienstag oder bis zum Streaming Donnerstag. Crazy shit. Alles klar. Crazy shit. So. Bye bye. Ausstattungshändler, Waffenhändler. Jetzt bin ich mal, warte mal, hier Fertigungsstation. Das ist natürlich jetzt schwierig. Was gibt's denn so? Übrigens, offline. Verabschiede mich mal. Wir sehen uns morgen. Shazay. Bis dahin, tschüss. Gute Nacht, ciao. User disconnected from your channel. Was? Achso, Präzisionsgewehr. Nee, I don't care. Bei wem baue ich denn die Waffenmods an? Das wird nicht ewig Modshändler da sein. Ist ja eigentlich relativ scheißegal. Na, wie geht's? Was hat der Waffenhändler hier so am Start? Ich hab eine riesen Auswahl. Oh, eine AOG. Ich fass es nicht. Ja. Aber die Präzision ist ja so scheiße. Boah, aber eine AOG halt, ne? Egal, ich behalte. Nee, hey, ist egal. Ich bleib jetzt erstmal bei dem, was ich habe. Aber. Ausbauten verfügbar. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe die eine Mission noch nicht gemacht, deswegen bin ich ein Ding unter euch. Dann mache ich die bei Gelegenheit mal noch. Ja. Die also 10er-Mission fehlt. Talente und sammelt alle 12 Stunden Objekte aus der Lumpensammlerkiste im Sicherheitsfeld. Vorteil: Brandgeschosse steigert die Wirkungsdauer von Brandgeschossen um 10 Sekunden. Spezielle Munition sammelt jede Brand und mäh. Alle Nebenmissionen und Kämpfe in einer. Ja. Das ist eine gute Frage, was man hier lernt. Die anderen Sachen sind alle zu teuer. Könnte ich eigentlich noch sparen, wäre ja tun. Aber ich habe tatsächlich immer noch nicht. So, erstmal hier. Chat. Nochmal die Frage. Lassen Sie sich nicht um die Ecke bringen. Wie benutze ich diese Waffenmods? Weil davon habe ich halt echt. Oder beziehungsweise überhaupt diese Mods hier. Aber davon habe ich echt ein paar. Schön, dass Sie nicht kneifen. Umfunktionierte Leistungsmod. Sortieren nach Qualität. Klick. So, plus 12 von dem Zeug. Plus 3,5 Geschützwirksamkeit. Ist halt auch an sich schön. Die macht halt plus 12 von diesem Waffengedöns. Anlegen geht halt nicht. Aber wenn ich es nicht anlegen kann, wird es halt. Ja, partout nicht anzulegen sein, gerade. So. Okay. Ah, okay. Meine Sachen haben das also noch nicht. Alles klar. Weiß ich Bescheid.
Gut. Dann würde ich sagen, das Letzte, was wir jetzt nochmal tun, ist... Inventar voll. Wundervoll. Freunde, das Letzte, was wir heute nochmal tun, ist einfach, weil ich mein Geschütz nochmal sehen möchte. Wie das jetzt so tickt. Boah, die Helligkeit. Sie ist hell. Werden wir mal ganz kurz hier zu diesem Kampf laufen. Der ist so Stufe 5 bis 9. Das dürfte sehr schnell gehen, deswegen... Machen wir den zu reinen Testzwecken. Und checken mal, wie unser blitzmäßiges Blitz... Geschütz jetzt funktioniert. Ich war gerade abgelenkt, weil unten in diesem komischen Chatfenster, was ihr nicht seht, zum Glück, weil meine Fresse davor ist, stand gerade irgendwas mit Trump, Trump, Trump. Und das sieht man dann immer, wenn man irgendwie in der Nähe von... anderen Spielern ist, also von so Safe Houses und Gedöns. War das ein Zivile? Ja. War das ein Zivile? Ja. So, hier müssen doch jetzt rein theoretisch Leute rumstehen. Und Freunde, jetzt kriegen wir doch direkt nochmal raus. Was das Geschütz kann. Ah ja, nee, doch. Ah, Virenscanner starten. Nee, jetzt muss ich mich ja hier so lang... Das wollte ich gar nicht machen. Ach. Das wollte ich gar nicht tun. Open. Da lang nicht. Doch, da lang. Ah, die Leiter hoch. Hochfahren. Wunderbar, haben wir das auch geschafft, Freunde. Und dann direkt hepp, 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 hepp. Da hoch. Dann machen wir hier nicht so behäbig. Beeil dich mal ein bisschen. Warte mal. Vor allen Dingen wollten wir irgendwas machen, um unsere Waffe zu testen. Unser Geschütz. Und jetzt kommt hier kein Gegner? Oder wie sehe ich das? Was soll das denn? Hä? So, in die Cloud hochladen. Warte mal, hier können wir öffnen. Das ist jetzt aber nicht wirklich, Da will man einmal Gegner finden. Ja, es ist unfassbar. Vor allen Dingen, scheiße, das ist irgendwo da drüben oben. Jetzt kotze ich ja schon wieder, weil ich falsch gelaufen bin. Oh, sag mir nicht, ich hätte irgendwie erst aus dem Fenster gemusst oder so. Das wäre ja so ärgerlich. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, ich habe gerade so eine scheiß ja, Quest angenommen. Aber ich habe keinen Plan, wo das an uns haben will. Oder wo du es uns lang schicken. Ja, ich befürchte gerade, ich hätte irgendwie da aus dem Fenster steigen müssen oder irgendwas. Was halt total dumm ist, weil dann... Naja, egal. Hoch. Also jetzt nicht durch diese Tür. Sondern... Okay, nein. Ja. Nee, da bin ich ja gerade durchgegangen und dann dachte ich mir so, nee, hier ist aber noch eine Tür. Und ein, das zwei, scheint mir richtiger zu sein. Ah, okay. Aber hier sind halt keine Gegner. Kommen jetzt bei den Low-Level-Areas keine Gegner ja, mehr? Das wäre doch auch so ein bisschen bescheuert. Ja, vorhin auch keine. Also bei diesen Scanner-Dingern, da kann vorhin auch keine. Ah ja, da sehe, da ist wer. Ich werfe jetzt einfach mal mein Geschütz hin und guck, was passiert. LOL. Warte mal. Neues Spielzeug. Hier. Jetzt habe ich einen Mods AOE hier. In der Theorie. Ich glaube aber. Lass dich mal umbringen. So, ja, kann ich machen. Warte. Boah, krass. Okay, wenn das Ding nicht so gegen. Das Problem ist,
das schockt irgendwie ein bisschen. Das Geschütz ist halt vor allen Dingen auch zu langsam. So, jetzt bin ich tot. War das jetzt im Sinne des Erfinders? In der Theorie schon, aber das Ding hat keine Range. Ah ja. Hat sich einmal in den Tod geschickt. Na, komm. Belebt dich irgendwie maximal wieder und dann doch nicht. Okay. Also ich glaube, wenn ich dich benutze, muss ich mich neben dich stellen. Ich kann dich einfach einmal wiederbeleben. Muss ich auch mal nochmal testen. Okay, das ist nicht so meins, diese Art von Geschütz. Das können wir direkt erstmal so festhalten. Direkt weg damit. So, warte mal. Geht ja hier immer noch auf Zeit, der Scheiß. Ja, hier ist mal noch einen Knopf drücken. Haben wir gemacht. Wundervoll. So, fest steht. Nein. Diese Art von Geschütz. Nein. Ergo. Fertigkeiten, Geschütz. Jetzt natürlich die Frage. Verfügt über geringe Reichweite. Geringere. Aber verschießt eine Flammensäule. Klingt natürlich auch nice. Wenn es sie auch anfackelt und damit... Oder taggt halt Gegner und macht mehr Schaden als sonst. Reichweite 30 Meter. Boah, gegen Reichweite 12 Meter. Was halt echt übel ist. Das ist, glaube ich, sogar fast am besten eigentlich dann. Was? Wenn es lang genug stehen bleibt, das mit der Range. Weil manchmal, wenn die ganz nahen weg sind, dann hat sie erstmal gar nichts zu tun, oder? Ja, darum geht's ja, das ist ja das Blöde. Deswegen, genau. Ich würde erstmal das Ding hier wahrscheinlich eher nehmen. Da ist 30 Meter. Damit es, worauf es schießt, die Leute aber auch anvisiert. Das Problem ist bloß. Das ist wahrscheinlich mit dem Dot echt auch nicht schlecht. Vor allem, wenn es die Flammenwerfer von den Cleanern ist, dann macht es ja auch noch einen schönen AOE. Und muss nicht die Leute einzeln treffen. So, es macht halt mit Abstand den meisten Schaden. Also es macht jetzt irgendwie 45 LP, was auch immer das heißen mag. Und das macht 661 LP. Bleibt ein bisschen länger stehen. Ja, ich guck's mir einfach mal an. Mal gucken. So. Hatte ich jetzt noch wenigstens Talent, was feuerempfänglich ist? Wahrscheinlich nicht. Während der Bewegung von Deckung zu Deckung. Nein. Töten eines Gegners bei beliebiger angelegter Fertigkeit. Verlängert die Dauer der Fertigkeit. Das werden wir erstmal machen. Das Ding gefällt mir. Was? Diese Heilstation. Ja. So, ja, Problem ist. Oh, hier ist eine Kiste. Mit blauen Sachen drin. Lol. Problem ist trotzdem. Oh, nice. Oh, nice. Magnum und Schalldämpfer. What? Ja, ich rüste gerade von einem 18er auf einen 69er Holster auf. Und in dieser Schalldämpfer? 4% verminderte Bedrohung gegen Stabilität. Hm. Puh, ja, braucht keine Sau an sich. Obwohl das mit der... Oh, geil, doch. Einfach, weil er geil aussieht. So, und die Magnum. Die ist natürlich witzig. Die hat dieselben Talente, macht's aber. Nee, warte mal, hat sie nicht. Eliminieren als neuen Ziel und zu Talente. Hm. Auch nicht blöd. Stabilität geringer, Präzision geringer, Nachladezeit höher. Egal. Nee, ist Quatsch. Wir behalten erstmal die hier. So. Jetzt haben wir natürlich hier dieses Flammenwerfer-Ding. Problem ist, wo kriegen wir jetzt wieder ein paar Gegner her? Weil ich muss jetzt erstmal leider, sonst kann ich nicht schlafen heute. Mein Geschütz ausprobieren, solange bis ich mir denke, so, ja, das ist ganz nice. Vielleicht sind ja auch unfassbar erfahrene Leute im Chat, die jetzt so gleich mal sagen können, eventuell so, nee, kannst hier klemmen. Also da haben gerade Leute geschrieben, dass sie das Feuerding empfehlen würden. Ja? Wegen CC. Oh, da sind gerade ein paar Cleaner. Den schmeiße ich mal eben mein Geschütz entgegen. Hier, bitteschön. Und das Geschütz so. So. Ja, der Schaden ist
deutlich höher. Ja, aber das ist ja kein Feuer jetzt so als solches, oder? Nee, das ist ja auch nicht das Feuer, oder? Doch? Hä? Hä? Ja, warte mal. So, Sekunde. Nein, wollte ich gar nicht. Hier wollte ich hin. So, Fertigkeiten. Geschütz mit... Fertigkeit aktiv, wenn aktiv, also kann Fertigkeit nicht geändert werden. Also der Schaden ist deutlich höher, weil die Gegner viel zu low sind. Ja, ich glaube aber... Also meine Geschütze haben nichts gemacht, aber wenn da kein Mod drauf ist, dann macht das natürlich auch nicht viel. Warte kurz. Okay, das sind halt auch Low-Level-Gegner. Wenn du da jetzt die ganzen Sachen dran testest, so, dann bleibt das jetzt halt so besser aus. jetzt hab ich's auf Feuer umgestellt. Verhält sich aber, glaube ich, genauso. Aber wenn es jetzt auf Feuer bleibt, das Feuerding auswählen im Spiel immer mit der Leertaste. Der Schaden wird wahrscheinlich ja, ich glaub, bei ich, Level 9ern. Ich verklicke so mich tatsächlich immer noch verhältnismäßig oft, weil ich immer versuche mit Doppelklick und so auszuwählen statt mit Leertaste. So, dann müssen wir jetzt nochmal irgendwo wen finden. Einsatzbericht entdeckt. Fett. 3, hier. Ja, wow. 60.000 EP noch, 330 EP, So, ist hier noch irgendwas in der Nähe direkt? Natürlich nicht. Nicht mal ansatzweise. Egal, ich renne jetzt zu diesem Kampf da und guck mal, ob da noch irgendwas auf dem Weg dahin mir oder uns vor die Flinte läuft. So, einmal will ich auf jeden Fall das Feuerding noch sehen. Hast du das mit der Range auch als Option noch jetzt? Mit der was? Das mit der Range, mit den 30 Meter. Nee, das geht nicht. Das mit der Range ist ein anderes Geschütz. Himmel, was machen okay. Sie denn? Wobei die Leute, das finde ich sehr nachvollziehbar, was Saturn da gerade sagt. Das macht nur dann Sinn, wenn man Tank spielt. Weil es so eine kurze Reichweite hat oder wie? Ja. Ja, klingt nachvollziehbar. Hier in der Gasse sind einige Gegner, Flo. What? Hier hinter uns. Ja, sind vier Leute drin. Ja. So, einfach mal hingeworfen. Gucken, was passiert. LOL. Ist aber für CC echt gar nicht ungeil. Nee. Sieht also schon witzig aus. Aber dann funktioniert meine coole Taktik mit irgendwo oben drauf backen nicht mehr. Oh, stirbt mal noch kurz gegen einen von den Überlebenden. Dann versuche ich diesmal. Da überlebt aber keiner. Dann versuche ich mal an dir vorbeizurennen und das Wiederbeleben-Ding mal so durchzuhauen, ohne irgendwie dich aktiv wieder zu beleben. Ja, ich stehe mal hier rum und guck mal, was passiert. Hallo, schieß mich. Hallo. Ich geh mal näher ran. Komm nicht näher, hörst du? Ja, er trifft mich nicht. Jetzt, ja, brav. Scheiße. Brav. Komm schon. Komm jetzt her. Ja, brav. Ja, einer noch. Super. Und jetzt? So. Und? Nice. Instant. Also Instant-Wiederbelebung. Das ist ziemlich geil.